Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Serial Trader Helpdesk, natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind und Ihre Fragen mitgebracht haben. Wir schauen uns den Risikohinweis nochmal schnell an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar, dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz wichtig und sollte von Ihnen entsprechend auch angewendet werden. Gut, Sie sind schon fleißig und haben schon sehr viele Fragen in den Chat geschrieben, kopiert. Deswegen übertrage ich an der Stelle auch direkt mal an den Dirk. Und ja, wünsche viel Spaß. Ja, dann machen wir das doch, ne? So, dann komme ich heute mal ganz klein aus der Ecke nur. Da unten, für mehr hat die Zeit einfach nicht mehr gereicht. Dann hätte ich wieder Sprüche bekommen, so von wegen Rasieren und weiß ich nicht was. Und das musste heute mal hinten angestellt werden. Aber nichtsdestotrotz sage ich hier hallo und herzlich willkommen zum Helpdesk-Webinar bei FX Flat. Ich muss hier die Kamera noch ein bisschen drapieren, damit die so halbwegs an der richtigen Stelle sitzt. So, here we go. Ohne große Einleitung, aber ich denke mir auch, das geht auch vielleicht ein bisschen schneller, ne? Beziehungsweise wir kriegen da so ein bisschen mehr dann halt auch durch. Nelson, jetzt kommt wie immer die Frage, hast du 17 hier Uhr schon vorab? 56. Nee, ach so, diesmal nicht. Wir Lassen haben Sie. Gut. Okay. diesmal nicht, nee, da hast du nichts Falsches gemacht. Das kommt ja dann tatsächlich auch noch vor. Das ist doch schön. So, ich mache hier nur mal ein bisschen größer, damit man auch alles sieht. Ein bisschen besser. Und sonst ist das ja irgendwie alles so lupenklein. Das muss ja nicht sein. So, dann gucke ich doch mal durch. So, ich sage dann erstmal natürlich auch Hallo in die Runde. Ist ja ein bisschen was los. Ich gehe jetzt hier erstmal die Fragen durch. Beziehungsweise 252 können wir eigentlich erwähnen, oder Nelson? Irgendwas dagegen? Nein, nichts dagegen, gern. Okay. Da war jetzt irgendwie heute auch nichts. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, man kann schon, wenn man möchte, man kann aber auch noch ein paar Tage warten, falls jetzt noch ein paar Kleinigkeiten kommen sollten. Und zwar, ne, Version 252 ist seit gestern Nachmittag nämlich online und endlich eine neue Release und war ja schon ein bisschen länger angekündigt. Und obwohl es jetzt halt im Stereo Trader noch nicht aufploppt, hat sich aber trotzdem schon ein bisschen rumgesprochen, die ganze Geschichte. Und da bisher jetzt nichts kam, was zumindest nichts, was irgendwie nachvollziehbar ist und auch schon mal gar nichts Gravierendes, kann man natürlich sich auch gerne mit der Version dann befassen. Ich werde dann hier auch noch drauf eingehen, auf so ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Das ist nicht viel, aber trotzdem sollte man das natürlich mal kurz ansprechen. Vielleicht mache Ja, ich das sogar vielleicht zu dir. da jetzt in Verbindung, weil wir doch immer wieder auch neue Teilnehmer dabei haben, was jetzt auch nicht so viel Zeit kostet. Vielleicht ganz kurz, wie kann man den Serial Trader jetzt aktualisieren, wenn man das schon installiert hat? Das kann ich hier noch gar nicht mal mehr zeigen, ne? Also ich kann es nur halt in etwa demonstrieren. Also normalerweise ist der Weg ja halt der, wenn ich hier den Stereo Trader aufhabe, gehe ich hier oben einfach per Klick da neben der Uhr kurz draufklicken und dann auf der ersten Seite und dann gibt es hier in der alten Version so einen Button und da steht Stereo Trader Installation Manager. So, dort draufklicken und dann muss man eigentlich nur weiter, 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 weiter. Und dann hat man den anschließend dann auch schon installiert. In der neuen Version, da kann ich auch gerade die Änderung zeigen, die jetzt hier kommt, gibt es den Button nicht mehr, sondern geht man übers Menü. Und das Menü erreicht man auch hier oben links neben der Uhr. Allerdings muss man da die Maus mindestens 250 Millisekunden, also ein bisschen länger gedrückt halten. Und dann geht halt hier das Menü auf. Ach, das wollte ich eigentlich vermeiden hier in der Installation, aber egal. Das seht ihr nicht, ne, den Punkt hier. Aber die anderen Punkte,
die erscheinen dann. Und da gibt es halt hier oben den Installation Manager. So, und dann ist halt das der ganz normale Weg. Das hier erscheint auch nicht. Und dann klickt man sich hier einfach nach vorne durch. Werde ich jetzt natürlich hier nicht machen, weil das halt hier wie immer bei mir der Entwicklungsrechner ist. Und das heißt, der ist immer am aktuellsten, auch wenn dann halt irgendwie Sachen schon wieder irgendwie behoben wurden. Und dann sehe ich halt hier drin auch immer direkt, ob das halt schon passiert ist. Und deswegen mache ich halt die Helpdesk-Webinare immer entsprechend hier drin. Also hier ansonsten einfach weiterklicken. Und dann sollte nachher, wenn man dann nochmal ins Setup geht, was man natürlich auch übers Menü kann, wenn man einfach die Maus länger gedrückt hält, geht man hier oben auf SEO-Trader Setup und dann sieht man hier entsprechend SEO-Trader. Das Beta steht natürlich nicht dort, aber halt 252, Build 2605. Das ist die Version, die seit gestern draußen ist. So, und dann gehe ich vielleicht gerade mal auf zwei Punkte ein, zuerst mal, bevor ich hier die Fragen aufgreife vom letzten Webinar. Und zwar, da haben wir ja versucht, das nachzuvollziehen mit dem Anlegen und dem Wechsel von Strategien. Das ist mir ja nicht wirklich gelungen im letzten Helpdesk, weil da einige halt gemeint haben, ja, das geht nicht mehr. Das ging auch wohl bei einigen nicht mehr. Bei mir ging es halt immer. Deswegen hatte ich das nicht so wirklich auch als dringend auf der Uhr. Also von daher an der Stelle sorry. Wenn es natürlich für manche halt lebensnotwendig ist, kann ich das verstehen, wenn man sich darüber geärgert hat. Aber wie gesagt, wir haben es ja hier gemacht im letzten Webinar, ich konnte es nicht nachvollziehen. Und aber dann hat mich auch der Thorsten Helbig da nochmal ein bisschen deutlicher darauf hingewiesen und da war mir das erst klar, dass es tatsächlich irgendwie halt so ein generelles Ding zu scheinen scheint. Und deswegen wurde dann jetzt halt auch entsprechend hier das Release so ein bisschen beschleunigt, weil es gibt schon noch so zwei, drei Sachen, die halt schon noch geändert werden sollen in der 252, aber die mussten jetzt mal kurz hinten anstehen, weil das dann jetzt doch ein bisschen wichtiger war. Und wie man halt auch sieht, jetzt hier im Menü, ich gehe mal hier auf Deutsch erstmal, damit ich da nicht dauernd übersetzen muss. Das hier unten braucht irgendwie auch gerade keiner. So, da sieht man auch hier oben, es gibt Strategie, gibt es hier nicht mehr. Ne? Das war auch so ein bisschen das Problem, weil das jetzt nicht mal eben behoben werden konnte, sondern es musste halt tatsächlich neu, ja, so ein bisschen neu erfunden werden da drin und anders eingebaut, weil das halt mit diesen, ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen, aber halt durch die letzten Änderungen in der letzten Release. Seither gibt es ja erst die Menüs und damit hat sich das halt einfach nicht vertragen und deswegen musste das anders gemacht werden. Also, wenn man jetzt eine neue Strategie anlegen möchte, vielleicht auch ganz wichtig mal zu erwähnen für die, die gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Mit dem SteroTrader kann ich ja grundsätzlich zum Beispiel in einem Symbol, jetzt als Beispiel hier US30 Mini, kann ich ja jetzt die Strategien isolieren. Das heißt, ich kann mir zwei Charts aufmachen. Und kann komplett isoliert voneinander, voneinander, ich glaube, da waren ein paar Eier zu viel drin, kann ich halt unterschiedliche Strategien handeln, ohne dass die sich visuell halt überschneiden. So, wenn ich jetzt erstmal zwei Charts aufmache, sieht man ja, ja, dann ist hier einer ist halt tot, also der ist passiv, ne, da kann ich auch nicht handeln oder so. Deswegen ist der auch reduziert angezeigt. Und hier kann ich halt nur handeln. So, wenn ich jetzt aber auf zwei Seiten handeln will, ohne dass die ins Gehege kommen, lege ich einfach eine zweite Strategie an. Und das geht folgendermaßen. Hier oben übers Menü. Und da findet man jetzt hier direkt unter dem Installation Manager, dort gibt es dann halt so diverse Punkte, die jetzt nicht unbedingt bei euch genauso aussehen müssen. Ne? Bei mir, ich habe jetzt hier schon drei Strategien drin, beziehungsweise die ist immer da. Das ist die unbenannte. Das heißt, die hat schlicht und ergreifend keinen Namen und alle Positionen, die ich auch dann, was weiß ich, am iPhone, iPad oder weiß der Kuckuck, wo aufmache, die landen immer automatisch in der unbenannten Strategie. So, das heißt, das wäre die hier. Ne? Die ist auch hier natürlich auch die gleiche. Das ist einfach die unbenannte Strategie und hier halt auch und deswegen erscheint die nur in einem Chart. So, jetzt kann ich aber hingehen und kann mir einfach eine neue Strategie anlegen. Gehe ich hier einfach auf Neue Strategie. Um den ganzen Prozess mal zu zeigen. Ich hätte jetzt natürlich noch einfach wechseln können, weil ich ja schon ein paar drin habe.
Aber ich zeige mal kurz, wie das geht. Also hier neue Strategie, anklicken im Menü. Und dann geht halt hier so ein Fenster auf und dann kann ich dem Ding halt einen Namen geben. So, beziehungsweise ich nenne es mal Helpdesk. Nur mal als Beispiel. So, und dann gehe ich auf Hinzufügen. Ja, dann kriegt das hier so eine Nummer. Und für die Programmierer, die vielleicht hier auch dabei sind, das ist letzten Endes nichts anderes als die Magic Number, die halt hier aus dem Namen generiert wird. So, das heißt, ich gebe dem hier nur einen Namen. Um die ID muss ich mir keine Gedanken machen. Kann ich aber, wenn ich will, aber da will ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen, es sei denn, jemand will unbedingt wissen, wie ich das damit verbinden kann. Also hier Helpdesk und dann auf Hinzufügen. Dann geht das ganze Ding wieder zu und es wurde eine neue Strategie angelegt. So, und wie man sieht, ich glaube, hier stimmt die automatische Farbeinstellung, die stimmt noch nicht. Das dürfte nicht schwarz sein, aber das ist ja, sind ja Kleinigkeiten. So, und plötzlich habe ich zwei aktive Charts. So, was heißt das? Ich kann nämlich jetzt hier komplett isoliert voneinander handeln. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel long gehen. Ja, bin auf dem Demokonto, hoffe ich ja. Ich kann jetzt hier einfach long gehen und kann hier long oder short gehen. Ist also völlig egal, ne? Ich mache jetzt hier mal bewusst eine andere Positionsgröße. Halt auch auf, mache ich hier mal 0,3. Das bin ich zwar zweimal long, das ist jetzt natürlich, an der Stelle hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ja, es geht ja auch nur darum, das Prinzip zu verdeutlichen, was es damit auf sich hat. Und wie man sieht, hier auf der linken Seite habe ich entsprechend halt auch nur die Order bzw. die Position drin, die zu dieser Strategie gehört und hier halt genau das Gleiche. Das heißt, ich kann hier komplett autonom und losgelöst von dem, was ich im linken Chart mache, kann ich halt hier im rechten Chart komplett was völlig anderes machen. Ne? Und so kann man natürlich, das hat halt den riesen Vorteil, dass ich halt einfach auf einem Account, also auf einem Konto halt mehrere Strategien entsprechend gleichzeitig halt handeln kann, ohne dass ich mir da halt selber ins Gehege komme. Ne? Das heißt, ja, nochmal, wie gesagt, alles, was ich hier mache, völlig egal, ne? Das wirkt sich nie auf die andere Seite aus. Sieht man, hier bleibt bei 0,1 ganz stur und das ist die eine Strategie und das ist halt die andere Strategie. Und das nennt sich halt Strategieisolierung, beziehungsweise im Englischen auf der Homepage steht es als Strategy Isolation. Und geht natürlich auch nur, muss man dazu sagen, mit Hedging-Accounts, aber das ist ja hier bei FX Flat ohnehin der Standard. Von daher hat man da auch überhaupt gar keine Einschränkungen. Ich kann natürlich auch logischerweise, wenn ich jetzt sagen, ja gut, hier ich will ja eigentlich lieber auf der anderen Seite short gehen, kann ich natürlich hier ganz genauso. Ne? Das heißt, ich kann halt, die Richtung spielt da natürlich auch keine Rolle, weil wie gesagt, alles, was ich hier mache, ist davon halt komplett losgelöst. So, das ist erstmal grundsätzlich das, was halt dahinter steckt, hinter der Sache mit den Strategien. Und weiterer Vorteil ist natürlich halt auch, dass ich auch eine komplett isolierte Statistik habe. Das ist ja vielleicht noch viel wichtiger. Das heißt, hier kann ich halt, wenn ich das auf diese Art und Weise isoliere, kann ich auch genau beobachten, was von meinem Handel halt als Bestes, eigentlich als Bestes funktioniert. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen dann halt für Scalping machen, den anderen dann für, was weiß ich, eine Breakout-Strategie. Ich kann auch noch eine dritte Strategie anlegen und dort wieder was ganz anderes machen. Und so kann ich das natürlich auch sauber vergleichen, ne? Und muss mich da nicht auf das irgendwie halt reduzieren, was dann halt die Statistik da vom MetaTrader dann ausspuckt, sondern hab halt hier alles entsprechend komplett getrennt. Na gut, hier ist jetzt ein bisschen anderes Zeug noch von vorhin drin, wo ich ein bisschen was getestet habe. Aber nichtsdestotrotz sieht man halt auch hier, das sind eben auch entsprechend zwei unterschiedliche Statistiken. Und das natürlich finde ich schon einen Riesenvorteil, den es meines Wissens so auch in keiner anderen Plattform gibt, beziehungsweise ja so auch nirgends anders darstellbar ist. So, und wenn ich so eine Strategie habe, und dann habe ich halt, jetzt hier habe ich ja gezeigt, wie ich das anlege. Und dann habe ich halt entsprechend hier im Menü, da wo ich das jetzt angelegt habe, habe ich jetzt hier auch eine Auswahl, eine Übersicht mit den unterschiedlichen Strategien, die halt hier dazugehören. Ne? Und die Helpdesk ist jetzt diese, die hier aktiviert ist. Sieht man auch hier oben im Fenstertitel. Und man sieht es auch hier im Pool, steht es eine Anzeige mit dabei. Helpdesk, also das ist meine Strategie. Das heißt, ich kann auch hier jederzeit wechseln, ne? Beziehungsweise die hier halt auswählen. Ich kann auch hier zum Beispiel jetzt wieder auf Unbekannt gehen oder ich hole mir halt hier die S2, die ich halt drin hatte. Und das heißt,
Da ist natürlich dann entsprechend der Chart erstmal wieder leer, ne, weil der jetzt halt nur entsprechend die S2 dann hier drin hat. So, und da gibt es natürlich halt auch nochmal ganz andere Daten, auch klar. Und genauso kann ich natürlich jetzt auch wieder hier zurückgehen in die Helpdesk-Strategie. So, und dann bin ich halt hier auch wieder in meinem Trade von vorhin halt entsprechend drin. Das klebt alles ein bisschen in der Decke hier. Ich ziehe das mal ein bisschen runter. Also, das Anlegen, Strategie nochmal hier. Neue Strategie, Fenster geht auf, Name geben, hinzufügen, fertig. Und zum Auswählen entsprechend einfach hier übers Menü, dazu immer die Maus ein bisschen länger gedrückt halten, dann geht das hier auf und dann hier einfach wechseln, wohin auch immer ich halt will. So, wenn ich jetzt eine Strategie wieder loswerden will, muss man jetzt nur aufpassen, weil wenn ich jetzt diese Strategie lösche, die neue, die Helpdesk-Strategie, dann finde ich natürlich meinen Trade auch nicht mehr, ne? Das heißt, da sollte man dann schon irgendwie gucken, dass man den vorher zumacht. Ansonsten findet man ihn natürlich auch hier unten nach wie vor. Ich gehe mal da entsprechend rein. Ja, hier sieht man jetzt nämlich halt auch die unterschiedlichen Trades. Es ist alles groß genug. Ich hoffe es. Ich kann aber daran jetzt, glaube ich, eh nicht wirklich was ändern. Und dann steht halt hier, wenn man das Kommentarfeld eingeblendet hat, das kann man ja machen, hier über Rechtsklick. Und dann sieht man es nochmal zusätzlich. Moment, wo ist das? Lesen, Hilfe. Ah, Kolumns hier, genau. Also Ja, hier. hast du Ja, schon aktiviert. genau. Und dann wählt man halt hier Comment, wählt man aus oder Kommentar, je nachdem, welche Sprache man eingestellt hat. Und dann erscheint dann auch das Kommentarfeld. Und da steht auch nochmal zusätzlich Helpdesk drin. Ne? Das Das, man heißt also sieht es auch nur hier. nicht, weil dein Bild davor ist. Ah, und siehst du, ich bin immer am Weg. Immer das Gleiche mit mir. Moment. So. Also hier unten sieht man dann halt das Kommentarfeld. Und dort steht jetzt auch nochmal zusätzlich Helpdesk da unten im Kommentarfeld drin. Und so sehe ich dann auch sogar hier, welche Strategie das halt ist. Ne? Also das heißt, ich finde die schon noch, egal ob ich das jetzt aufhabe oder nicht, sehe ich es auf jeden Fall halt auch hier unten. Nur wie gesagt, wenn ich jetzt hier lösche, muss ich halt natürlich, sollte man dann schon irgendwie gucken, dass man vorher dann halt flat ist. Aber ich kann es ja auch mal anders machen. Also löschen geht nämlich einfach hier rüber. Man geht auf Strategien verwalten. Da geht halt hier ein anderes Fenster auf und dann wähle ich mir halt einfach die aus, die ich löschen möchte, zum Beispiel S3, mache ich halt hier weg, gehe auf Schließen, passiert hier erstmal weiter nichts, außer im Menü sieht man, es gibt keine S3 mehr. So, wenn ich aber jetzt hier als Beispiel, machen wir den mal zu, das sieht man auch hier unten, ist die jetzt entsprechend logischerweise verschwunden, der Trade. So, wenn ich aber jetzt die aktuelle lösche, passiert Folgendes. Also ich gehe nochmal hier auf Strategien verwalten, mache die Helpdesk-Strategie, lösche ich, gehe auf Schließen und dann hat er an der Stelle dann kapiert, oh, das war die aktuelle Strategie und dann sucht er halt wieder die Original und da bin ich jetzt halt wieder in der Unbenannt. Ne? Und dann habe ich halt hier wieder ganz normales Bild. Und so kann ich das halt machen, dass ich halt einfach mit unterschiedlichen Strategien da halt arbeite und das ist eben die neue Funktionsweise, wie man das halt entsprechend dann jetzt eben auch erreicht. Ich glaube, es ist ein bisschen schicker, als es vorher war. Vorher war es so ein bisschen frickelig übers Menü. Es hat mir auch ohnehin nicht mehr gefallen. Und das war dann jetzt eine ganz gute Gelegenheit, das halt mal ein bisschen netter umzusetzen. So, dann kommt ja auch ein bisschen Feedback. Das Ja, sieht auf gut jeden aus. Fall wirklich eine Verbesserung, Dirk. Und ich möchte hier an Ja. der Stelle wirklich nochmal betonen, dass diese Funktion sehr, sehr wichtig ist, Ja. insbesondere für alle, die jetzt, ich sag mal, auch mit dem Handy oder iPad handeln, dass sie Ja. da wirklich differenzieren, die Geräte, damit ihre Trades da nicht durcheinander kommen. Ja. Genau. Das ist halt wirklich echt so ein Punkt, ne? Ich meine, grundsätzlich bin ich halt keiner Fan davon von Handyhandel. Aber es ist halt, man sollte, wenn man halt irgendwie es nicht lassen kann, sollte man zumindest hingehen und dann halt. Wenn man den Stereo-Trader aber irgendwo auf einem Server oder auf seinem Rechner halt laufen hat, sollte man dann halt wirklich hingehen und lieber Strategien dann halt immer einen Namen geben und dann quasi nie in der unbenannten Strategie halt arbeiten am Stereo-Trader, weil dann kann man halt auch ausschließen, dass der Stereo-Trader zum Beispiel Trades erfasst, die mit dem Handy halt aufgegeben wurden. Ne? Weil wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt halt hier, das kann ich jetzt hier nur nicht demonstrieren, weil ich den jetzt nicht extern drauf habe,
Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich meine, es kann halt auch gut sein, ja, da muss man sich nur entsprechend drauf einstellen, wenn man das möchte. Aber würde ich jetzt am Handy als Beispiel eine Position aufgeben, Long, Short, was auch immer, und hier im Stereo Trader, der jetzt hier aktiv ist, steht ein Stop-Loss von 10, dann kriegt auch entsprechend die Position vom Handy sofort ein Stop-Loss von 10. Das ist natürlich erstmal gut, ist aber vielleicht nicht immer auch so gewollt, ne? Und genauso Trading-Stops und so weiter, ne? Alles, was ich da halt von außerhalb halt reingebe, an Positionen, wird halt hier erfasst, wenn hier die umbenannte Strategie aktiv ist. Sobald ich aber halt hier eine von den selbst erzeugten Strategien halt in meinem aktiven Chart habe, kriegt der Stereo Trader das nicht mehr mit, was ja auch so gewollt ist. Und dann kann man selbst das dann natürlich entsprechend halt davor oder davon trennen. Schützen würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil das haben auch schon einige irgendwie mal als Feedback gegeben, die dann halt meinten, ja, ist total cool, wenn ich unterwegs handle, wie von Geisterhand, kommt dann halt mein Stop-Loss und mein Trading-Stop und finde ich total klasse. So, findet aber nicht jeder klasse und deswegen erwähne ich halt auch, wie das dann entsprechend geht, so dass man das halt trennen kann. Ne? Von daher war das ein ganz guter Einwand gerade vom Nelson. Bleiben wir ganz kurz hier im Menü drin. Also was jetzt hier halt auch geht, ist, man kann halt hier, ne, das sowieso, das war auch vorher schon so, man kann halt hier das Setup erreichen. Man kann hier nach wie vor umschalten in den passiven Modus, ne, weil hier ist jetzt zum Beispiel der rechte Chart ist jetzt, der ist ja schon passiv, deswegen steht da jetzt aktiver Modus. Könnte ich aber jetzt hier nicht aktivieren. Ah doch, er schaltet es dann halt entsprechend um. Er schaltet den jetzt erstmal passiv. Und dann kann ich den hier auch aktiv schalten. So, das heißt, dann ist es jetzt an der Stelle einfach vertauscht. Ja, und deswegen, und hier steht dann oben entsprechend aktiver Modus, den aber so halt jetzt erstmal auch nicht direkt kriegt. Aber das ging auch vorher schon so. Also das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht großartig nochmal erklären müssen. Was aber halt direkt darunter neu ist, ist hier zurücksetzen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, da klemmt irgendwas oder halt irgendwas ist halt nicht richtig dargestellt und dann gehe ich hier einfach auf Zurücksetzen und kann damit quasi den Stereo Trader intern neu starten, ohne ihn da halt zu entfernen oder halt neu auf den Chart zu ziehen. Das ist halt auch noch ein neuer Punkt hier, aber ansonsten ist das halt hier wie gehabt. Übrigens, dieses Shift und Control heißt nichts anderes, als dass wenn ich halt hier die Shift-Taste gedrückt halte, wenn ich hier draufklicke oder STRG bzw. Control, erreiche ich die Funktion direkt und muss gar nicht erst das Menü aufmachen. Das heißt, hier steht zum Beispiel passiver Modus, da steht Shift, würde bedeuten, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, ich halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicke hier einmal kurz drauf und dann sieht man, dann ist entsprechend die Funktion passiver Modus, war die jetzt auf passiv oder aktiv, weiß ich jetzt gar nicht, aber die Funktion wird dann halt direkt angesprochen. Das ist aber jetzt hier, glaube ich, irgendwie gerade ein Vorführeffekt. Warum man das jetzt irgendwie nicht machen will. Das ist doch schön. Da haben wir wenigstens mal was gefunden, wo ich nochmal was dran schrauben darf. Na, und genauso hier unten mit Control beenden. Mal gucken, ob das geht, wenn ich da halt entsprechend draufklicke. Ne, will er nicht. Das ist ja interessant. Das ging nämlich vorher schon in der alten Version. Aber ist ja nicht so tragisch. Aber grundsätzlich bedeutet das, dass. So, was ist noch neu? Dazu nochmal kurz hier ins Setup rein. Und zwar hier bei Layout gibt es noch eine Kleinigkeit. Man kann halt die Labelgröße einstellen. Das heißt, im Stereo Trader generell, ne, der macht ja halt hier, das ist die Abteilung Advanced Charting. Das heißt, der legt ja hier selbst seine Levels in Form von Labels dann halt dazu. Ne? Also ich muss da nicht irgendwelche Zahlen da hinschreiben, sondern das kann er halt entsprechend von selbst. Und entsprechend die Anzeigegröße von diesen Labels, die er halt hier macht. Ne? Beispiel kann man übrigens auch nach rechts ziehen, da wird die da entsprechend verankert. Die Größe kann man entsprechend hier mit einstellen. Das heißt Auto-Label-Größe. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist mir alles viel zu klein. Und da kann ich die hier zum Beispiel jetzt Faktor 2 und dann ist es entsprechend halt alles eine Nummer größer. Und der andere Punkt direkt hier drunter war halt Objekte im Hintergrund. Auch das kann ich deaktivieren. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob der MetaTrader da mitspielt. Ich habe heute Morgen nämlich schon mal ein Video gemacht, da wollte er nicht so direkt. Ah doch, jetzt geht's. So,
Und das heißt, wie man sieht, das, was ich hier vorhin erzeugt habe, schiebe es ein bisschen runter, ist hinter dem Chart und auch hinter dem StereoTrader Panel. Und das andere ist halt drüber. Ich brauche es nie, ich finde es immer ein bisschen unordentlich, aber ich habe auch schon Situationen gesehen, die, auch wenn ich es nicht mehr reproduzieren kann, wo ich sagen muss, ja gut, das könnte schon Sinn machen auch mal, ne? Und das heißt, man kann halt hier entsprechend dann auch Objekte im Vordergrund halten. Aber wie man sieht, auch der MetaTrader hat da manchmal irgendwie so seine eigene Interpretation, weil ganz eindeutig ist das halt hier nicht im Hintergrund, aber sollte zumindest dann vor den Kerzen dann halt liegen. Ja, genau, ne? Und das ist halt auch nochmal eine kleine Option, die man halt hier dazu machen kann. Wenn ich das wieder aktiviere, sobald ich dann halt jetzt eine Linie zeichne, sollte die entsprechend auch wieder dahinter sein. Ne? Okay. Gut. Außerdem, also sind, wie man sieht, sind alles nur Kleinigkeiten, die da halt verbessert wurden. Und wie immer halt wurde unter der Haube so ein bisschen an der Performance geschraubt. Auch da sollte es wieder eine Verbesserung halt geben. Vor allen Dingen dann, ich habe vorher immer den Eindruck gehabt, wenn man irgendwie schon viele Trades gemacht hat, dass das alles irgendwie halt ein bisschen zäher wird. Und bin da tatsächlich auch fündig geworden, womit das zusammenhängen könnte. Und das heißt, auch das sollte irgendwie jetzt der Vergangenheit angehören. Zumal es am Anfang ja halt auch nicht so war. Was ist noch neu? Nochmal hier über Setup. Man sieht bei Instrument, da hat sich so ein bisschen was geändert. Hier gibt es so ein paar andere Felder. Vorher gab es zum Beispiel, also generell, um das mal vorwegzuschicken, wenn ich halt hier ein Symbol habe oder handle, was der StereoTrader erkennt, und das ist bei FX Flat so ziemlich alles, und dann ist halt hier vieles auch, beziehungsweise hier diese Punktdefinition ist halt gar nicht erst aktiviert, weil der StereoTrader selber weiß, wie er das zu interpretieren hat. Und hier steht entsprechend Registered Symbol. Das heißt, das wurde in der internen Datenbank gefunden und entsprechend alle Werte davon wurden dann halt auch angewendet. Und in der alten Version war es halt noch so, da konnte man auch sagen, wie viele Nachkommastellen das hat. Und das ist generell raus, weil es halt einfach jetzt errechnet wird. Und das ist halt schon mal weg. Aber hier dieses Point gleich Price heißt einfach nur, hier 25.494 ist halt entsprechend halt auch die Punkte. So, und da hat der MetaTrader ja ganz abenteuerliche Vorstellungen davon, was ein Punkt ist. Und das ist im StereoTrader ist das ja halt aufgeräumt. Das heißt, auch wenn ich jetzt wie soll ich sagen, so verrückt bin, bei einem anderen Broker zu handeln als bei FX Flat und wo zum Beispiel halt die Punktedefinition eine andere ist, wenn man das mit dem StereoTrader macht, hat man überall halt immer ein Punkt ist ein Punkt, weil der StereoTrader eben weiß, das ist der Dow Jones, der hinter US30 Mini liegt. Und deswegen sind auch hier Profildaten, zum Beispiel halt hier dieses YM. Das ist halt das Kürzel für den Future, auf dem das Ganze halt basiert. Und auch hier die Tick-Size und so weiter, das ist halt alles eingestellt. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Was jetzt neu ist, das ist halt hier Symboltyp. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das vorher hieß, so lange ist das jetzt schon drin. Aber da konnte man vorher auch, glaube ich, nichts auswählen, beziehungsweise, nee, konnte man nicht auswählen, das war vordefiniert. Das heißt, er weiß halt hier einfach, das ist der Dow generell. Und es gibt ja zwei DAOs, ja, muss man dazu sagen. Es gibt den YM und den Dow Jones Industrial Index. So, und ein CFD, wie jetzt der US30 Mini, ist ja eine Kombination aus beiden. Das heißt, eigentlich laufen wir hier im Kassamarkt, aber zugrunde liegt halt entsprechend die Ausprägung und halt vom Future-Markt. Und deswegen hat er jetzt hier auch einen eigenen Symboltyp. Weiß, das Ding wird in New York gehandelt, an der Seabot. Da kommt der Future zumindest mal her, ne? Also NYSE Seabot, das ist halt einfach nur die Kombination. Da muss man sich keine Gedanken drüber machen, aber wenn man das möchte, kann man natürlich auch hier in der Liste was anderes auswählen, wo man dann halt sagt, ja, das passt ja eigentlich viel besser, ne? Und das heißt, hier gibt es so ein paar Profile und was es damit auf sich hat, ganz einfach. Ich habe ja halt im StereoTrader die ganzen Levels, wie zum Beispiel hier der Kassaschluss vom Freitag. Oder halt jetzt hier der Future Open. Ne, das wird ja alles automatisch eingezeichnet, sobald ich hier unten auf Chart Symbol aktiviert habe. Und das ist eben halt das, was dahinter liegt.
beziehungsweise dahinter steckt, zwischen diesen, hinter diesen Profilsachen. Und da könnte ich jetzt natürlich auch sagen, ich nehme irgendwas, was da überhaupt nicht dazu passt. Nur mal als Beispiel, ich nehme jetzt hier halt mal, was weiß ich, Globex Future oder Interbank Forex. So, und dann kommt dann natürlich, ja, ein Reset wäre hier eigentlich gar nicht notwendig. Das wäre auch nochmal so ein Ding, wo man nochmal irgendwie nachlegen könnte. Und dann sieht man, da sind die Levels halt weg. Dafür stehen dann jetzt hier andere Sachen, wie zum Beispiel halt London Prime, ne? Also wo halt einfach die Londoner Börse für den Interbank Forex halt aktiv wird. Solche Levels sind dann halt zum Beispiel drin. Oder halt hier nur Vortagesschluss, Tageseröffnung und so weiter. Ne? Und ich könnte auch jetzt genauso gut hier mir im DAU anzeigen lassen, was der DAX halt als Beispiel, ja, zu welchen, wie der an den DAX-Zeiten halt reagiert hat. Heißt also hier, lass mal weg, habe ich halt dann zum Beispiel hier an der Xetra-Eröffnung oder halt die 8 Uhr oder der Future Open oder halt hier Xetra Close. Ja. So, und das hat es damit auf sich. Das konnte man vorher nicht auswählen. Das kann man jetzt auswählen, muss man nicht. Kann man auch einfach in Ruhe lassen und dann die Standardeinstellung verwenden und lässt es damit halt gut sein. Dann noch die letzte Kleinigkeit. Wir hatten ja schon mal irgendwie, oder der eine oder andere hatte mal das Problem, Monitor gewechselt oder Grafikeinstellungen geändert und plötzlich war der Stereo-Trader riesengroß oder ultra klein und man kam überhaupt nicht mehr ins Setup rein. Und da ist auch so ein bisschen gegengewirkt worden, nämlich jetzt ist es halt so, man hat ja hier die Anzeigegröße. Das sieht eigentlich genau aus wie vorher, tut aber ein bisschen was anderes. Und zwar ist die Anzeigegröße halt hier immer im Bezug dessen, was ich halt in Windows entsprechend halt für meinen Desktop eingestellt habe. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt hier einen 4K, 5K-Monitor habe, einen HD-Monitor oder was auch immer. Das wird entsprechend erkannt und umgesetzt. Und heißt halt auch, sobald, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monitor irgendwie wechsle und von was weiß ich, normalen HD-Monitor auf einen 4K-Monitor und hier steht Anzeigegröße 3 und dann sieht das genauso aus wie vorher halt eben auch, ohne dass man da halt was ändern muss. Man sollte aber natürlich, das vielleicht mal dazu gesagt, wenn man halt irgendwie sowas macht, sich einen anderen Monitor nimmt, der halt irgendwie völlig anders auflöst, sollte man, glaube ich, den MetaTrader zumindest mal vorher irgendwie zumachen und damit das entsprechend halt auch erkannt werden kann. Das ist halt noch eine kleine Änderung hier, ne? Also das heißt, auch im Umkehrschluss, wer vorher hier irgendwas eingestellt hatte, die Einstellung ist jetzt weg. Aus Sicherheitsgründen ist die halt, also die alte Einstellung ist verloren gegangen. Das ist aber halt aus Sicherheitsgründen so gemacht worden, damit eben genau das nicht passiert, dass es plötzlich halt viel zu groß oder viel zu klein halt alles ist, ne? Das sollte jetzt damit auch nicht mehr passieren. Das ist jetzt eine Einschränkung drin. Ich glaube, bis 3 kann man genau. Weiter geht's halt auch nicht. So, aber das lasse ich jetzt mal, weil ich will ja hier gleich auch noch was sehen. Gut, auch die Statistik, vielleicht da auch noch ein kurzes Wort dazu. Also von meiner Seite ist das Thema Statistik eigentlich abgeschlossen. Das heißt, also hier im MT5 gab es ja so ein paar Hämmerchen irgendwie in der alten Version, die hat manchmal halt komisch gerechnet, also bei Metallverkäufen, entweder ist viel zu viel rausgekommen oder viel zu wenig. Und sobald man Teilverkäufe hatte, hat es nicht mehr gestimmt. So, das ist alles überprüft worden, stimmt alles, ja. Jetzt habe ich aber trotzdem irgendwie heute noch gelesen, ja, da irgendwie bei mir doch nicht und, aber ich kann es echt nicht nachvollziehen. Also wenn, da vielleicht auch eine Bitte für die halt, die die Version installieren möchten, achtet mal irgendwie da drauf und wenn ihr merkt, hey, das stimmt doch gar nicht mit dem überein, was da unten rauskommt, dann versucht es bitte so zu machen, dass es wirklich reproduzierbar ist. Das heißt, dass man es nochmal nachstellen kann. Bei mir ist es nicht gelungen, da halt einen Fehler zu reproduzieren. Das wäre total klasse, weil die sollte natürlich schon auf den Cent genau stimmen. Gut. Das war jetzt dann doch ein bisschen länger als geplant, aber nichtsdestotrotz, dann haben wir es jetzt wenigstens einmal durch, sauber. Wenn Sehr dann gut. in Zukunft dann halt irgendwie die Frage ist, hier so von wegen neue Version, dann braucht man einfach nur auf die erste halbe Stunde von dem Webinar hier zu verweisen und dann haben wir es ja dann auch. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Update, ob man dann entsprechend alle Add-ons, die man benutzt, auch mit aktualisieren muss. Eigentlich nicht. Ich muss jetzt überlegen, eigentlich nicht. Also die eigenen, wenn man jetzt selber halt was programmiert hat im Stereo-Trader, die muss man neu kompilieren.
Die Add-ons von unserer Seite sollte man aktualisieren. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, behaupte ich jetzt mal. Also es sollte eigentlich alles so funktionieren wie vorher auch. Da sollte es eigentlich jetzt irgendwie keine Einschränkungen geben. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das zu aktualisieren und einfach um das auszuschließen. Also das kann man ja einfach auch über einen Installation Manager dann halt machen. Und also ein Fehler ist es sicherlich nicht. Aber es sind auch noch gar nicht alle Add-ons jetzt in der neuen Version verfügbar. Zum Beispiel halt das MT-On Live. Das gibt es noch nicht in der neuen Version. Da ist der Timo. Der ist da gerade noch dran, soweit ich weiß. Oder Timo, falls du da bist, kannst du ja irgendwie kurz was dazu sagen. Meine Also wie. letzte Frage zum Update, ob die andere Version, also Forex Pro und Silver Edition, entsprechend auch mit aktualisiert sind, ob es da Ja, die neue klar. Version auch schon Alle. gibt. Alle Versionen und für sowohl für MetaTrader 4 als auch MetaTrader 5. Ja, wir haben es jetzt halt nur so gemacht, dass jetzt noch nicht angekündigt wird, um jetzt halt, falls da halt jetzt irgendwie noch ein Fehler drin gewesen wäre, also irgendwie irgendwas Gravierendes, das entsprechend nicht irgendwie das an allen Ecken aufploppt und wieder erschlagen werden. Aber dem Ganzen, man hat es ja, glaube ich, auch mitbekommen oder die, die den SteroTrader schon länger haben, die Testphase ging jetzt, glaube ich, irgendwie fast ein halbes Jahr. Also das ist ja natürlich auch nicht so, dass das halt dann direkt da halt auf die Menschheit losgelassen wird, ohne dass das halt wirklich auf Herz und Nieren vorher geprüft worden ist. MT-On Update kommt morgen, sagt der Timo gerade. Ne? So, wenn einer, das schreibt hier gerade der Berislav, der Thorsten hat es lustigerweise auch gestern gehabt, ganz merklich, warum auch immer, ne? Das hat irgendwie ein Panel halt von einem Update. Ich ziehe es einfach mal hier, das X-Frame rein. Bei mir wird es jetzt das natürlich nicht tun. Aber wenn halt so ein Panel irgendwie viel zu groß oder viel zu klein ist, ergibt eigentlich keinen Sinn. So, das sind so die Unerklärlichkeiten. Irgendwie MetaTrader 5 beziehungsweise Chart zugemacht, MetaTrader 5 zugemacht, das Ganze nochmal aufgemacht, wieder reingezogen, dann war es halt plötzlich wieder normal. Also man kann die Schriftgröße hier nicht separat vom SteroTrader halt ändern, weil die halt immer damit halt eigentlich synchronisiert ist. Das heißt, sobald ich jetzt auch hier die Anzeigegröße ändere, hier im SteroTrader zum Beispiel jetzt halt auf 1,0, dann sieht man halt auch, erstmal nur bleibt das halt in der gleichen Größe, sobald ich aber jetzt halt den Timeframe wechsle, zum Beispiel auf M15 gehe, und das ist entsprechend dann halt auch, ne, es ist immer die gleiche Größe. Das heißt, das ist synchronisiert. Da echt einfach mal alles dicht machen, nochmal neu aufmachen. Und dann sollte das auch eigentlich passen. Auch mit den alten Versionen eigentlich. Da sage ich aber jetzt wirklich eigentlich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also deswegen im Zweifelsfall Updates auch von den Add-ons installieren und das sollte dann passen. Ja, und siehe da, der Berislav bestätigt, klappt. Sehr schön. Gut, dann Okay, gehen wir sollen mal wir es von. mal von oben Genau. angehen? Ja. Sehr gut. 56 war die erste Frage. Da steht nur, ich hätte folgende Fragen. Bei 56. Achso, da war noch eine Frage davor von Jörg. Davor steht nur ja. Um 56, das ist bei mir der zweite Eintrag und da steht tatsächlich gar nichts. Okay, dann muss ich tatsächlich dann vorlesen, wenn du das nicht sehen kannst. Der Jörg handelt im Single Hedge im Mini Future. Was muss ich im Setup unter Stop Loss Take Profit einstellen, damit der Broker die Orders nicht sieht? Und was muss ich im Panel unter Stop Loss Take Profit einstellen, damit ich die Order im Chart sehe, aber der Broker nicht? Müssen beide Angaben deckungsgleich sein oder können sie unterschiedlich sein? Single Hedge, probieren wir doch gleich mal aus. Sowas kann man einfach ausprobieren, Leute. Das ist doch einfach mal reinklicken und gucken, was passiert. Also generell SLTP, ne? So, MIT Funktionsweise. Das heißt ja einfach nur, MIT, der Stereo-Trader macht das und nicht der Broker. So, und für Stop-Loss, Take-Profit ist das per Standard ausgeschaltet. Aber das sollte eigentlich halt hier doch damit erledigt sein. Also auf SLTP, der Modus spielt hier eigentlich gar keine Rolle. Ob jetzt Single Hedge oder Stereo Future. Und wenn ich jetzt halt entsprechende Position reingebe, dann sieht man, ne, hier unten Stop Loss, Take Profit ist weg.
egal was ich hier mache, da unten steht sie nicht drin, ne? Aber im Stereo Trader ist es halt drin. Also das ist halt eigentlich die Einstellung, die man dafür machen muss. Mehr muss man da gar nicht tun, wenn man das so möchte. Muss man immer auch Auch, sagen, ne? Ist auch ganz ja, klar genau. halt ein bisschen risikobehaftet, weil natürlich das Ganze dann nur funktioniert, solange der Stereo Trader eben entsprechend halt im Chart dann auch aktiv ist, ne? Weil ansonsten ist das ja nur vom Stereo Trader, weil es ja nur vom Stereo Trader halt überwacht wird. Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Sollte der MetaTrader aus irgendwelchen Gründen abstürzen, dann ist Ihre Order nicht abgesichert, Ihre Position. Mal Ja, abgesehen mega. davon, dass Sie keine Order vor FX-Wett schützen müssen. Wir haben kein Dealing Desk, aber das ist natürlich Ihre Entscheidung. Ich dachte mir, ihr habt da so einen sitzen, der die fischt, so einen extra dafür eingestellt. Habt ihr das nicht? Das habe ich Nein, doch irgendwo mal. natürlich nicht. Ja, da gibt es schon lustige Vermutungen. Ja. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es früher tatsächlich mal sowas bei ganz windigen Buden mal gegeben haben mag, aber heute mit Sicherheit nicht mehr der Fall. Bei FX Flats halt sowieso nicht. Das ist natürlich halt total absurd. Nein, muss jeder selber entscheiden, überhaupt kein Problem, aber Ja. hier das Risiko nochmal, falls Sie entsprechend, sollte MetaTrader nicht funktionieren, sind Sie entsprechend nicht abgesichert und können natürlich dann telefonisch Ihre Order bei uns dann absichern. Ich sage mal, der Vorteil ist natürlich der, dass die Reaktionszeit natürlich viel schneller ist, ne? Wenn man halt Stop-Loss verschiebt oder halt irgendwie 100 Positionen drin hat, die man dann mit einem Stop-Loss halt managt, dann dauert das halt auch nur irgendwie eine Millisekunde. Und ansonsten, wenn natürlich, wenn man mehrere Positionen drin hat, verschiebt ein Stop-Loss, mal als Beispiel 10 Positionen, dann dauert es halt 10-mal die Reaktionszeit vom Server und da sind wir halt irgendwo zwischen einer Sekunde und 1,5 Sekunden, ne? Die man dann jedes Mal warten muss. Also das ist halt ein Punkt, wo ich sage, ja, da macht es halt schon noch Sinn, das halt anzuwenden. Deswegen ist es ja halt auch drin, ne? Okay. So, aber ab 57 müsstest du jetzt lesen können, ne? 7, ab 8, ne, ist das, warum ist das denn hier andersrum sortiert? Was ist das denn? Das Also. ist lustig, ne? Ich kann hier auf irgendwie die Uhrzeit klicken, das danach sortieren lassen, trotzdem kommen 57 nach 56. Ja, das ist schräg. Das ist echt so, ne? Ich habe halt hier jetzt die Frage, die du gerade genannt hast, die steht bei mir irgendwo mittendrin. Okay, das ist natürlich schlecht. Ja. Nächste Frage wäre von Berislav. Genau. Kann ich SM für einen längeren Zeitraum setzen? Klar. Klar. Also der Stop-Loss, wenn er gesetzt ist. Und eben halt nicht über diese Funktion, die wir gerade besprochen haben, ne, sondern hier per Standardeinstellung, so wie es ja halt so ist, dann bleibt die natürlich drin. Ist völlig egal, wie lange. So, lässt sich der SL auch auf den Chart setzen? Hätte es setzen müssen. Die Frage verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Lässt sich der SL auch auf dem Chart setzen? Also, ich meine, es ist ja generell so, dass wenn ich eine Position halt hier, jetzt bin ich natürlich in dem Modus natürlich ein bisschen doof. Moment. Erstmal wechseln. Stereo Future. So, es ist ja generell so, dass wenn ich halt hier jetzt irgendwas aufmache, dass ich hier natürlich im Chart ja ganz normal Stop Loss und Take Profit halt setzen kann. Deswegen verstehe ich die Frage jetzt nicht so ganz. Aber gut, gehen wir mal weiter. Kann ja nochmal nachlegen, falls da halt jetzt irgendwas nicht klar war. So, ich gehe jetzt einfach mal beim. Ach, jetzt ist es sortiert, oder? Jetzt ist es sortiert. Interessant. Abgefahren heute hier. Gute Webinar. Ich habe hier gerade im Hintergrund was geändert. Hast du? Ah. Schön wär's. Ja, komm, ja, du bist hier irgendwo eingehackt. Gibt es einen Workaround für diese RMS-Ladestatistik, Ladeninitialisierung? Das ist doch, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also gibt es einen Workaround für diese Error-Message im Stereo-Hedge-Mode, Ladestatistik, User-Einstellung, Ladeninitialisierung? Das ist ja keine Fehler, also Meldung, sondern es ist ja einfach nur eine Statusmeldung. Die dient eigentlich auch hauptsächlich dazu, falls halt irgendwo was hängen bleibt,
was ja halt auch schon mal vorkommen kann, damit ich weiß, wo es hängen geblieben ist, ne? Und damit man vor allen Dingen, wenn man halt als Beispiel 20, also ich kenne Leute, die haben wirklich über 40 Charts auf. Und wenn die den MetaTrader neu starten und gleichzeitig da 40 Charts aufgemacht werden, und da macht so ein, die, diese Meldungen machen da schon Sinn, weil man dann einfach sieht, wo hängt es denn an der Stelle, ne? Oder beziehungsweise wie war das gerade der Ladeprozess? Das ist ja nur eine Statusmeldung. Von daher wäre ich ganz dankbar, wenn die keinen stören würde und man das auch drin lassen kann. So. Nächste Frage ist 58 von Hubertus. Was? 58? Von Hubertus. Habe ich wieder. Ach, die ist jetzt wieder am Anfang. Was ist das? Das ist ja unglaublich. Wenn ich einen neuen Chart mit dem Stereo Trader öffne, ist immer der initiale SLTP 20. Allerdings ist die Einheit nach Symbolgruppe zu klein. Den kann man doch hier einstellen, den Standardwert. Hier im Setup, initialer SL und TP. Genau, also die Frage ist, war allerdings darauf gezielt, ob man für verschiedene Symbolgruppen verschiedene Symbolgruppen, ein. achso. Genau. Nee, das haut leider nicht hin. Könnte Das man haut. das mit der Strategie umsetzen, wenn man verschiedene Strategien? Ist ja sowieso. Also das heißt, achso, das, nee. Weiß ich jetzt nicht. Da muss ich ein bisschen Gehirnschmalz drauf verbraten. Also vielleicht ist der Ansatz nicht so doof. Aber das muss ich, da muss ich mal irgendwie in Ruhe drüber nachdenken. Weil, ne, auf Anhieb scheint immer alles so logisch und klar, und dann, wenn man nachher mal tiefer in die Materie geht, und dann findet man halt die Fallstricke. Und deswegen, also kann ich jetzt erstmal leider nur mit Nein beantworten. Keine Symbolgruppen, nicht, auch nicht über Strategie. Ob sich da was ändert, muss man mal gucken. Wenn ja, aber wie gesagt, das muss halt schon vernünftig durchdacht werden, sowas. Okay. So, such dir eine aus, Nelson. Ich so alles Roland durcheinander hier. 58. Wann? 58 auch von Roland. Ja, die muss ich jetzt erstmal suchen. So, wo ist 58? Ah, da ist noch einer. Ich habe das Problem, dass der Stereo Trader die Einstellung verliert, wenn ein Layout mit mehreren Charts des gleichen Symbols mit dem Stereo Trader anzeige. Ich tippe das in der Einstellung Hauptinstanz des Stereo Trader gespeichert. Bisschen kompliziert, der Satz. Also, wenn man mehrere Charts auf hat von einem Symbol, ja, dann hat man natürlich das Problem, dass die Einstellungen halt sich ja dann auch überlappen. Aber, also, bevor hier keiner versteht, wovon ich rede, das ist eine aktive Instanz, das ist eine passive Instanz. Und die Einstellungen von der passiven Instanz, zum Beispiel, ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Kram an, und gucke dann nachher halt mal, was passiert. Und hier mache ich den ganzen Kram halt mal aus. So, wenn ich jetzt, muss ich überlegen, nicht, dass ich hier irgendwie wieder gleich einen komischen Bildschirm kriege. So, wenn ich jetzt halt als Beispiel den MetaTrader neu starte, oder ich gehe hier auf, ich wechsle hier das Profil, mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. So. Und das ist ja der gleiche Effekt, wie wenn ich den neu starte. Default. So, und dann sollte ich, genau, links den aktiven, rechts den passiven haben. Das sollte eigentlich auch unterschiedlich sein. Ist es aber interessanterweise, wie ich jetzt hier gerade sehe, nicht, weil die werden eigentlich unabhängig voneinander gespeichert. So, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwie verschütt gegangen ist, irgendwie mit dem letzten Update, beziehungsweise mit dem vorletzten Update halt schon, müsste ich mir nochmal angucken. So, also sollte eigentlich nichts sein. Deswegen wundert mich das gerade nämlich, weil der Stereo Trader ja schon weiß, was aktiv und was passiv ist und dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Aber hier sieht man ja gerade, es ist irgendwie, ja auch nicht, ne? Muss ich mir angucken. Also Problem verstanden, lieber Roland, und muss ich mir angucken.
Ne? Gut, dann 18 Uhr, Helmut. Okay. Und bitte keine weiteren Fragen reinschreiben. Sie sehen ja an der Uhrzeit, dass wir Ja. sonst überhaupt nicht durchkommen. So, der Helmut. Habe die Version 2.5.2 installiert. Die Restlaufzeige, Pivot, letzte Stunde haben dann auch ein paar Minuten funktioniert. Dann bekanntermaßen Fehler. So, dann ging es wohl nicht mehr. Also bei solchen, das generell, also deswegen, ich habe beim letzten auch noch drüber gesprochen, hier die Restanzeige, als auch die Uhr, ja, das kann nicht einfach stehen bleiben. Also rein von der Logik vom Stereotrader komplett unmöglich, ja. Weil der hat einfach, ich meine, wie soll ich sagen, das hängt, muss man sich vorstellen, wie so ein Timer, ja. Und da geht halt alle Viertelsekunde geht so ein Ruck quasi durch den Stereotrader und dann weiß der, alles klar, alles, was mit Zeit zu tun hat, muss ich jetzt aktualisieren. Wenn das stehen bleibt, dann ist es entweder leider MetaTrader verschuldet oder System verschuldet. Weil, es war zumindest immer früher so, jeder Computer hat immer irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Timern, die er halt verteilen kann. Und dann ist das an der Stelle, warum auch immer, es dürfte nicht sein, ganz klar. Aber da gibt es echt absolut keine Handhabe. Und da sollte man bei sowas dann eher mal irgendwie auf die Barrikaden gehen. Bei Metacodes ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Aber der Stereotrader vergisst nicht plötzlich irgendwie die Uhr anzuzeigen oder halt die Restanzeige zu aktualisieren. Nur wenn der nicht mehr mitgeteilt bekommt, dass halt eben jetzt gerade wieder irgendwie in der Viertelsekunde um ist, kommt dann nichts mehr. Da kann ich leider jetzt irgendwie das total unbefriedigen, die Antwort, ich weiß das. Ich habe es aber tatsächlich halt auch schon gesehen, super selten, Gott sei Dank. Aber ist tatsächlich leider MetaTrader. Und da bräuchte man vielleicht mal irgendwie so ein paar Angaben irgendwie drüber, wie viele MetaTrader auf sind, wie viele Charts da drin auf sind, wie viele Indikatoren und was das halt für ein Computer ist. Also wirklich mal irgendwie genaue Systembeschreibung und auch vielleicht mal so ein Systemprotokoll, damit man das mal irgendwie ein bisschen genauer irgendwie sich angucken kann. Aber generell, wenn zu viele Indikatoren drin sind und so weiter, die halt dann halt auch zum Beispiel einen Timer nutzen, dann ist es tatsächlich, könnte es damit zusammenhängen. Es dürfte nicht sein, ganz klar, aber absolut nicht zu greifen von Seiten des Stereo-Trader. Nelson, ne? Hast du auch mal eine Antwort darauf von meiner Seite? Weil wir hatten das Thema ja auch schon mal. Ja, es geht weiter mit Hubertus 18:01. Also wenn das zum Beispiel passiert, also wenn der Timer halt nicht genutzt werden kann beim Start vom Stereo-Trader, dann meckert er auch sofort und dann kommt auch direkt ein Hinweis, so hier bitte wenden Sie sich an Meta-Quotes, ne, weil das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Sorry, wann war das 18.01? Wo Genau. kann ich sehen, welche Tools ich gerade aktiv habe? Ja, generell, ich meine, wenn halt so ein Ding halt jetzt hier X-Frame, dann die haben ja ihre Panels, ne? Das ist ja entsprechend hier unten drin. Ansonsten hier Rechtsklick, Indikatoren und dann sieht man es hier ja halt auch, ne? Da sieht man halt, was gerade irgendwie noch zusätzlich oder insgesamt halt aktiv ist. Weil alle Add-ons für den Stereo-Trader finden sich immer in der Indikatorenliste. Egal, ob das jetzt Bots sind oder wirklich nur Indikatoren. Dann 18:01, Hans. Der Hans, so. Ja, also strategische Order im Strategietester ist tatsächlich, also hier strategische Order, ne? Man kann ja da halt auch, der Timo hat auch da so ein Ding gemacht, ne? Neu, mit einem neuen Preset, da muss man eigentlich den Timo befragen. Weil hier kann man ja keine neuen Presets erstellen, hier kann man das nur manuell einstellen. Timo, das ist tatsächlich nur deine Baustelle, würde ich mal behaupten. Also der Hans sagt nämlich, wenn er ein neues Preset hat, findet und er das Ganze dann halt im Strategietester startet, also MetaTrader 4, dann ist das Preset nicht da. Also das muss der Timo machen, weil das natürlich, die sind halt voneinander getrennt, die zwei Geschichten. Aber großartig auf die strategische eingehen kann ich hier wirklich nicht mehr. Da gibt es auch viele Webinare da,
bitte ich um Verständnis, weil das würde hier komplett ausufern. Dann wäre ein Einwand von Dieter 18:01, aber ich glaube, da hast du sehr wenige Informationen diesbezüglich, aber kannst es dir Ja, trotzdem durchlesen. also was man vielleicht mal irgendwie sagen kann, also es wurde noch ein Problem behoben, das halt schon seit ein paar Jahren existiert hat im MetaTrader 4. Wenn man Indikatoren entfernt hat, nämlich hier drüber, über Indikatoren, und hat die halt hier dann geschlossen, dann über Delete, und dann ist es vorgekommen, vor allen Dingen, wenn das ein Indikator war, der eigene Sachen im Chart zeichnet, dass der MetaTrader dann eingefroren ist. Und das ist unverändert ein Bug im MetaTrader, das darf so nicht sein. Aber auch das konnte umschifft werden in der neuen Version. Das heißt, auch dort ist dann jetzt total egal, wie man halt so einen Indikator oder ein Add-on halt löscht. Ja, da gibt es keine eingefrorenen Bildschirme mehr. Die Frage von Lars, 18:03, haben wir schon beantwortet, hat der Teilnehmer auch schon bestätigt. Dann gab es noch eine Frage von Berislav, 18:12, ob es den SEALTRADER auch auf dem iPad gibt. Nee, das geht nur über, also über ein VPS dann halt, ne? Das heißt, wenn man halt irgendwo einen Server hat, und dann kann man es natürlich auch über das iPad bedienen, ansonsten nicht, weil ja auch der MetaTrader läuft zwar auf dem iPad, aber das hat mit dem eigentlichen MetaTrader nicht viel zu tun. Es ist ja halt nur irgendwie so das äußere Bild. Dann gibt es eine Frage um 18:20 von Axel bezüglich der Money Lines. Hier verweise ich tatsächlich mal auf die Webinare. Ich glaube, Vor letztes allen Dingen, Mal oder vorletztes genau. Mal, da hast du da das Thema ja wirklich nochmal aufgegriffen. Das Ja. bitte dann entsprechend nochmal sich anschauen. Genau. Dort haben wir das groß und breit erklärt. Dann geht es weiter mit Andreas, 18:27, Dirk. Ja, Nelson legt hier ein Tempo vor. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Na, Gibt ich es möchte, auch dass du die. pünktlich in den Feierabend gehst. Ja, alles gut. Gibt es auch die Möglichkeit, bei zwei geöffneten Charts die Instrumente auch in beiden Charts gewechselt werden, zum Beispiel, sodass immer beide Charts gleichzeitig wechseln? Also, das ist wahrscheinlich gemeint, ne? Ich glaube, das gehört. Ich schalte das hier um. Das heißt, ich habe den DAO auf und will in den DAX, so dass der halt dann gleichzeitig wechselt, ne? Verrückterweise. Die Funktion ist eigentlich eingebaut. Das ist das Schlimme. Aber es gehört zu diesen Dingen, wo der Steo-Trader manchmal mit dem Krieg ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem MetaTrader steht. Und ich würde fast jetzt wetten, wenn ich es hier drauf ziehe, ja, genau das, ne? Dann kommt nämlich hier, soll das neue Symbol auf alle verwandten Charts angewendet werden. Also eigentlich geht das, ne? Ich weiß, es kann jetzt sein, dass es halt irgendwie nur mit einem passiven Chart halt irgendwie machbar ist, wäre möglich. Grundsätzlich ist die Sache tatsächlich drin, ne? Aber macht nicht immer das, was sie soll. Das kommt dann wohl auch nochmal auf die Liste. Er macht es hier irgendwie nur beim zweiten Mal, wie ich das halt irgendwie sehe, ne? Also grundsätzlich ja, ist ein Feature, was eigentlich existiert, aber hat irgendwie aktuell keine Lust. Dann 18:34, Radek. Ich habe ein Problem, wenn ich einen Chart bei mir eingerichtet habe und ihn speichere. Wieso muss man den speichern? Wird er nicht übernommen? Ich würde einen Chart mal generell nicht speichern. Also halt hier als Template, ne? Das würde ich irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich nicht so ein großer Freund davon. Ich weiß, dass das halt teilweise geht. Aber das erhöht die Ladezeit drastisch vom Steo-Trader, weil da so viel Kram gespeichert wird, den einfach kein Mensch braucht. Und das soll ich es erklären? Also alle irgendwie Buttons und weiß der Kuckuck, und es sind halt so weit über 1000 Elemente, die der Steo-Trader halt erzeugt. Und wenn man ein Template anlegt, dann werden alle diese 1000 Elemente gespeichert. Und wenn man das dann nochmal öffnet
Und dann sieht der Stereo-Trader, boah, das sind ja über 1000 Elemente, die muss ich erstmal wieder loswerden, muss den ganzen Speicher dafür wieder freigeben, muss die wieder alle neu definieren und dann mich wieder komplett neu aufsetzen. Ne? Das ist halt so der Hintergrund davon, warum ich da nicht so wirklich ein Fan davon bin, wenn man das halt so macht. Und das kann halt eben auch echt zu anderen Problemen führen, wie zum Beispiel halt irgendwie, dass der MetaTrader auch gerne mal einfriert. Da habe ich bisher tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber das, weil wir das Thema letztens ja halt auch hatten, beziehungsweise hier oben auch in einer anderen Frage. Ich würde sowas echt nicht machen. Und sondern lieber halt irgendwie das Ding so schlank lassen, wie es ist, weil ich ja grundsätzlich, wenn ich hier Farben und so weiter ändere, der Stereo-Trader speichert das ja mit. Ja, also hier, wenn ich bei Layout dann entsprechend einstelle, hier Custom, also Chart-Thema, kein eigenes vom Stereo-Trader, sondern ich mache meine Farben hier selber. Und wenn ich dann halt zu und aufmache, sind die Farben ja da. Also es wird ja nicht vergessen, sondern das wird ja alles mitgespeichert. Deswegen sollte man jetzt nicht unbedingt hier über Templates das Ganze machen. Bin nie so ein Freund von. Der Radek, Gut, ne? dann haben wir noch Lars, der sagt, VPOC muss ebenfalls aktualisiert werden. Dann Ja. passt alles. Also mit der neuen Version, ne, habe ich am Anfang ja gesagt, im Zweifelsfall einfach neu machen. Ne? Also es kostet ja nichts, außer dann irgendwie eine Minute Zeit. Und wenn man die Und neue Stereo-Trader-Version installiert, dann klar, besser ist es auf jeden Fall. genau, ist ja ein Prozess, wenn man eh schon im Installationsmanager ist. Ne? 18:44 Uhr, eine direkte Frage an dich von Angska. 18:44. Wieso hat der Dirk beim dauernden Trading Hours erst 7 Uhr eingestellt? Zufall. Deine Das ist, Reaktion war gut. ja, das ist Zufall. Also alles, was ich hier eingestellt habe, ne, das ist halt hier, das ist die Entwicklungskiste. Ne? Da wird immer Hardcore-Stresstest mit allem Möglichen gemacht. Da sind auch manchmal ganz wilde Sachen eingestellt. Das sollte man jetzt wirklich absolut nicht für bare Münze nehmen, was ich hier irgendwie einstelle. Steht auf Trading Beginn 27, minus 27, ne? Das ist, keine Ahnung, irgendwann irgendwas versucht und dann ist es halt so. Okay. Der Timo ergänzt, dass es mit seinem Tool auch ja, das dann auch klappt, an den Fragesteller, der eben die Frage dazu hatte. Sein Tool ist kostenlos, sagt Timo. Ja, Dann er wäre soll man den. tatsächlich. Ja, also das ist halt, wenn eine neue Strategie, wenn man eine neue Strategie anlegt, also hier die mit der strategischen Order, es gibt vom Timo das den Strategic Order Editor kostenlos. Den hat er gemacht, wo ihm wieder langweilig war. Dem Timo ist ganz oft langweilig und dann programmiert er immer so wilde Sachen und das war so einer davon. Und nein, das ist natürlich eine schöne Sache. Oh, Timo, deine To-Do-Liste wird diese Woche länger. Nein, aber ist doch gut. Ah, der Timo weiß, wie das gemeint ist. Und ich mache mir es auch manchmal langweilig. Ich muss manchmal auch echt was ganz anderes programmieren, weil ich es alles nicht mehr sehen kann. Und danach geht es dann halt wieder. Das weiß der Timo auch. Von daher kann das nachverfolgen. Also, da gibt es, wie gesagt, aus der Timo, wo findet man den denn überhaupt? Vielleicht kannst du ja ruhig einfach mal hier, schick mal den Link, dann verteilen wir den hier mal kurz. Und dort kann man sich das dann halt auch runterladen und einfach installieren. Dann vielleicht noch letzte Frage. HW schreibt jetzt gerade noch um 19:01 Uhr. Ja, das verstehe ich nach wie vor nicht. Was? Also, ich kann damit nichts anfangen, Hans-Werner oder was auch immer HW jetzt heißt. Danach wird kein ST-Hedge-Mode gestartet, das Panel rechts fehlt. Sagt mir alles überhaupt gar nichts. Wirklich nicht. Und ich meine, das ist ja keine Fehlermeldung, habe ich ja gerade vorhin schon mal gesagt. Da brauche ich schon mal irgendwie, das ist, glaube ich, echt dann eher so ein Fall für den Support, weil da müssen wir, glaube ich, so wie das aussieht, ein paar Mal nachhaken. Wo ist denn Timo hin? Sagt er jetzt nichts mehr? Ja, ein anderer Teilnehmer war so freundlich und hat den Link zur Verfügung gestellt. Ich habe es jetzt nochmal an alle geschickt. Okay, hoffentlich stimmt das dann auch so. Ich habe es überprüft. Okay, also dann danke an den Hans. Der Timo ist wahrscheinlich irgendwie gerade vom Stuhl gefallen oder so. Ah, nee, da ist er.
Ja, sieht aus, als wäre es der ähnliche Link. Gut. So, sonst haben wir nichts mehr, oder? Ich hoffe, es ist nichts vergessen worden, aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles. Und falls doch irgendwas nicht beantwortet wurde, dann wie immer gerne eine Frage an uns schicken, service@fxwelt.com. Und wir versuchen das natürlich dann zu lösen, auch mit der Hilfe von Dirk. Und ich denke, es war auch ganz schön heute, auch nochmal die neuen Funktionen gezeigt bekommen, Dirk. Die Neuerungen sind super und sind damit auch viele Fragen und ja, Situationen behoben worden. Und ich glaube, diese Aufzeichnung wird sehr wichtig sein, wie alle anderen Aufzeichnungen natürlich auch. So, bevor wir uns gleich hier schon wieder um das Schlusswort kämpfen, sage ich Tschüss. einfach schon mal schönen Abend an alle und vielen Dank, Dirk. Wir hören uns ja morgen schon wieder um 8:45 Uhr. 8:95 Uhr, genau. Ja, 95 wollte ich schon sagen. Siehst du, ich muss auch langsam in den Feierabend. Also 8:45 Uhr, morgen früh Live-Trading. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Einen schönen Abend und Dirk, du hast das Schlusswort. Dankeschön. Ja, ich mache es auch kurz. Also danke natürlich auch an dich, Nelson, dass du über abends hier mit mir so lange sitzt. Und ja, der Nelson hat eigentlich schon alles gesagt. Also wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen früh 8:45 Uhr und dann gucken wir mal, was der Markt dann im Live-Trading so von sich gibt. Bis dahin, euch einen schönen Abend. Nelson, dir natürlich auch und auch an deine Kollegen. Ich sage bis dann und tschüss.